Guten Tag. Ah, mach ich. Hier, das ist Jonas. Er will dich sprechen. Das ist nicht Jonas, das ist ein Handy. Ich bin auf dem Boden. Ich liebe tanzen. Also gib mir mehr, bis ich nicht mehr stehen kann. Vape? Nein. IKEA-Brille, Bleistiftbrille. Hohoho. Okay, also diesen Filter sieht man angeblich einfach nur hässlich aus. Hoho, scheiße, Mann. Go! Who's next? Schönen guten Tag, ich wollte gerne eine Pizza bestellen. Was heißt für ein Klicken? War nur mein Feuerzeug, alles gut. Also ich hätte gerne die... Was ist denn ein Feuerzeug, bist du? Ja, das ist das Telefon. Ich habe ein Multifunktionsfeuerzeug. Kannst du mich hören noch? Ja, ich höre dich noch. Ich bin nur verwundert, wie dämlich das ist. Dämlich? Dann bestelle ich doch keine Pizza bei Ihnen, Sie Drecksäcke. Verbrennen Sie bitte. Boah, ich bin wandern. Dann bin ich endlich oben hier. Das ist ja eine Schlu... Was passiert, wenn du bei IKEA beim Klauen erwischt wirst? Du wirst vermöbelt. Das ist einfach unfassbar. Irgendwie ist betrunken? Ich bin nicht betrunken, Mann. Der über mir ist ein Löwe. Ich bin kein Löwe, ich bin ein Leopard. Und hier unten, der unter mir ist adoptiert und ich bin nicht adoptiert. Der unter mir hat Recht, ich habe Recht. Der muss beide auch Rechte. Und das hier ist kritisch. Der unter mir hat die Wahrheit gesagt, der über mir ist betrunken, der über mir hat Unrecht. Wer hat, was ist denn jetzt Wiesen, was? Kritische Situation. Alter, du weißt gar nicht, wie gut ich einfach ausdrücken kann. Ich kann mich Pickel gut ausdrücken auch. Und ey, tag Leute, ich hab einen neuen Filter gefunden. Saustark, Digga. Ich hab euch angelogen. Erinnerst du dich noch an das Senf-Video? Das ist gar kein Bautzener Senf. Ich hab grad das gefunden und drin steht das hier. Hier kannst du deine Schokoladenseite beschreiben, also deine Stärke. Schokolade ist lecker. Ich mag Schokolade. Ich bin dumm und hässlich. Warte mal kurz, ich habe eine Frage an dich. Ist dein Vater Schmied? Denn du siehst ziemlich behämmert aus. Ich habe betrunken das Drehbuch für meinen neuen Film geschrieben. Teil 2. Gekila Shots sind schon OP. Ja, Mann. Feier ich. Feier ich auch. Feier ich auch. Nice, mal. Ultra nice, Mann. Über ultra nice, Mann. Ja, Mann. Ja. Wie heißt der Typ? Ich weiß es nicht jetzt mehr. Okay. Okay. Brot. Bero. Was laberst du denn? Du bist retarded. Tja, wird halt nicht jedem der Wunsch erfüllt. Das Leben ist kein Ponyo. Kannst du mir bitte für das Bitten Bitte und ein Bit holen? Macht der Satz Sinn? Ja, das tut er. Ich verrate dir ein Geheimnis. Schönen guten Tag. Der wahre Grund, warum ich keine Show im Fernsehen habe, ist einfach... Weil das zu klein ist, pass ich nicht rein, was ich meine. Ich habe gerade einen ultra nice Lifehack gefunden. Wenn die auch, weil du nicht beim Friseur warst wegen Corona, die Haare ganz in die Augen fliegen, kannst einfach eine zweite Maske nehmen, oder eine dritte in meinem Fall, und die oben drauf packen so. Herzlichen Glückwunsch. Dank, bitteschön, tschüss. So, ich stehe an der Bar und bin Barkeeper. Hallo. Ach, schön, gut. Warum so ein langes Gesicht? Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu meiner neuen Show How to Swim. Heute geht's ums Kraulen und Brustschwimmen. Erstmal machen wir einen Kopfsprung ins Wasser. Mit den Armen machen wir komische Kreisdingsbewegungen. Was ich mal sieht bei einem Bild. Die Beine strampeln hinten wollte ich sagen, so gut wie es geht, richtig jetzt reinbuttern. Die Arme, die Beine, es geht alles los, ja. Man sieht ja alles im Video, muss gar nicht alles erzählen halt. Ich glaube, es ist selbsterklärend, so wie man sieht. Ich drehe mich ein bisschen, jetzt kann man noch mal besser lieber. Oh, er ist tot, nicht wieder, bitte. Weitermachen, sonst geht man unter. Wenn man aufhört, geht man unter. Wichtig zu merken. Wenn man nicht mehr aufhört, geht man unter. Oh, jetzt kommt so ein Brustschwimmen. Brustschwimmen ist einmal so die komischen Arme und so, weißt du, was ich meine? Die Beine sieht man hinten ein bisschen. Immer so ausstrecken und spreizen und zusammenziehen und nach hinten. Und die Arme auch. Was lag da? Willst du nicht mal vielleicht ein neues Video machen? Es geht nicht. Kein Speicherplatz mehr frei. Kein Speicher frei? Du hast irgendwie 5 Terabyte oder so. Ja, das sieht gar nicht gut aus. Erzähl mir was von dir. Also, an meinem 16. Geburtstag war ich 17 und... Dann war ich noch... Was? Was? Wie alt bist du? Ich bin 16. Hast du gerade gesagt, du warst an meinem 16. Geburtstag 17? Ja. Meint ihr, also von der Personenanzahl her? Nee, ich. Von Jahren her. Von den Jahren her! Ja. Ja, okay. Ja, was ist damit jetzt?
Bist du ein bisschen dumm oder bist du ein bisschen dumm? Ich bin ein Geist. Deine Mutter ist ein Geist. Nee. Beweis es. Zweiten du. Okay. Ich bin einfach ein Profi. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Oh, was ist denn bei dir passiert? Du hast irgendwas im Gesicht oder so. Was? Weg? nee. Also ich bin auch wie so ein bisschen viel Vogelscheiße irgendwie. So sieht mein Gesicht halt einfach aus. Das hat ein bisschen Schnauze. Tut mir leid. Schönen guten Tag, ich bin gerade in irgendeinem Holzladen. Komische Sache. Weil irgendwie ist hier keiner. Ich wollte nur mal ganz kurz scheißen hier. Und auf einmal ist der Laden zu. Naja, wenigstens hier Holz. Das ist auch schon eine schöne Sache. Ist halt wirklich keiner mehr. Da ist jemand. Ja. Schönen guten Tag, ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg nach draußen. Alles gut. Alles gut. Ist das so? Ich glaube, es ist eher so. Okay. Kannst du mal gleich kommen? Jetzt oder gleich? Jetzt gleich. Okay, auch nicht hingucken. Nee. So nicht. So nicht. Wir haben ein Problem. Was ist es? Kinder. Was? Polizei, bitte aufmachen. Moment, bin gleich da. Scheiße, Mann. Sie fliehen aber gerade nicht, oder? Nee, bin noch da. Ah, okay, dann warten wir kurz. Sind Sie noch da? Ja, okay, gut. Schönen guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Das wollte ich gerade fragen. Oh, tut mir leid. Bin im Skript verrutscht. Okay, also, wie kann ich Ihnen helfen? Wir müssen mal ganz kurz reinkommen, um uns umzugucken. Okay, dürfen Sie das? Ja, nein, ja. Okay, dann treten Sie ein. Können Sie einfach die Tür auflassen? Das wäre auch günstiger für Sie. Ja. Okay, danke. Tut mir leid für die Störung. Wir können wieder gehen. Schönen Tag noch. Das ist der. Da sind eindeutig mehrere Leichen drin. Stopp, ich habe einen Witz. Sag mir bitte, ob der lustig ist. Ich muss noch Geld von meinem Konto abheben. Kannst du es abheben? Es hat aber niemand angerufen. Was soll ich jetzt machen? Leg das ruhig nur weg. Lustige DMC, schon ein bisschen älter hier. Ja, lol. Das ist ein bisschen schnell jetzt. Scheiße, Mann. Gut. Schönen guten Tag. Heute ist der 6. Mai 2020 und ich sage jetzt jeden Tag schönen guten Tag. 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 Lustige DMs, das unten ist wahr, das oben ist gelogen. Das ist jetzt eine kritische Situation. Oder doch, jein. Dann halt okay. Kannst du mir deine Nummer geben? Insta ist doch gut. Ich darf kein Insta. Das ist gerade auf Insta. Lol. Hi. Hi. Schönen guten Tag. Nice, lol. Ja, lol, Mann. Ja, lol. Ja, lol, ey. Ja, lol. Ja, lol. Hä? Hö? Hä? Hö? Hä? Ha. Ho. Ha. Ho. Ha. Ho. Ja, lol. Lol. Lul. Lil. Lil. Lal. Lül. Schreib mir auch mal die DM, @inetias. Ich muss dir sagen, der neue Film wird... wird lustig und rate mal, warum ich eine brennende Spaghetti im Mund habe. Man kann jetzt mit Sprachnachrichten kommentieren? Tony Hawkins, der Wissenschaftler, kennst doch der Physiker. Weiß Bescheid. Okay. Schönen guten Tag, ich fahre gerade Auto. Das Problem ist jetzt, wenn jetzt ein Hindernis kommt, soll ich das umfahren oder umfahren? Ha. Wenn du mir da weiterhelfen kannst, dann lass mal bitte mal einen Kommentar da. Ich hatte mir diese Sonnenbrille für den Urlaub letztes Jahr geholt. Letztes und dieses Jahr im Urlaub vergessen. 10 Fakten über Holz. Holz wird von Bäumen hergestellt, das sind Arbeitskräfte. Fakt 2, Holz besteht aus Holzatomen. Fakt 3, wenn man auf Holz schießt, stirbt's nicht. Also mit einer Pistole oder so, das heißt nur ein Loch drin. Fakt 5, es gibt 6 Holzstammarten. Exakt 60.065 Baumarten und 25.000 Holzarten. Und das alles ohne Rassismus. Fakt 7. Holz ist rassistisch. Fakt 7. Holz wurde vor den 257ers entdeckt. Daher wurde der Song inspiriert. Fakt... keine Ahnung. Macaroni-Holz ist teuer. Fakt 9. Fakt 10. Wie Holz hergestellt wurde, ist nicht bekannt. Aber ich vermute, es ist irgendwie ein Voodoo-Magie-Zeug oder so. Warum Fiat gesperrt wurde, das fragen sich ja aktuell relativ viele.
Was? Ich bin eingeschlafen. Tut mir leid. Wo habe ich gerade mal geredet? Took her to my penthouse, then I freaked it. Then I freaked it. I haven't made my mind up. Should I keep it? Should I keep it? I got a big dog status. It ain't no secret. La-di-da-di-da, slob on me now. So many amazing songs. Ineptias Wikipedia, nice, man. Was hast du denn geschrieben? TikTok-Talk. Ach, scheiße, Mann. Jonas. Was ist? Nix. Ich hasse dich. Jonas? Hm? Nix. Jonas? Hm? Nix. Ich hasse dich, Alter. Jonas? Hm? Nix. Schönen guten Tag, Doktor. Ich bin kein Doktor. Nicht? Ja, meine Erinnerung lässt nach. Scheiße. Ich bin Professor Doktor Ineptias. Aber kein Arztdoktor, sagst du? Nee. Wo ist der Witz in diesem Sketch? Das ist kein Sketch, das ist nur ein TikTok, in dem ich mit mir selber rede. Scheiße. In my head, I don't know what you're thinking now. To the ground and pulled out a ring and said, marry me, Juliet, you never have to be alone. Schönen guten Tag, wie man Nudeln kocht, zeige ich dir jetzt. Das sind übrigens die Originalnudeln aus dem Film. Also wir nehmen die Nudeln, packen die in Wasser, zum Kochen nehmen wir die Körperwärme, warten kurz und nach ein paar Sekunden müsste es fertig sein, holen wir die wieder raus und die Spaghetti ist fertig. Also wir waren gestern am See, nur die Fahrt dahin war kritisch. Und dazu gibt es den passenden WhatsApp-Chat. Also 5 Minuten vor der Bus kam, ich noch eingefallen, dass ich das Video hochladen muss. Bin ich hochgerannt, hab das Video hochgeladen, bin wieder rausgerannt, zur Bushaltestelle gerannt und dann war der nicht da? Ich meine, Linus, Niklas hat ja keinen Bock gehabt. Ich habe Bete. Die Sache ist, es war quasi Linus' Idee, dahin zu fahren, nicht meine oder so. Dann stehe ich da alleine und der Bus kommt. Ich gehe rein und denke mir dann so, jo, was bei dir los? Billige Ausreden mal wieder und dann wird er gefahren. Und dann wartet er an der Haltestelle da auf mich, wo ich aufsteigen wollte. Ich drücke auf Stopp und der Bus fährt weiter. Der muss den ganzen Weg zurückgehen, weil er eine Baustelle war und man dann nicht fahren konnte mit dem Longboard. Aber dann waren wir da und Niklas ist Bete. Um kurze Distanzen zurückzulegen, ja, ich gar nicht so kurz, ist ein Longboard einfach ultra nice. Vom Schreibtisch zum Bett. Vom Schreibtisch zum Bett? Kein Problem. Vom Schreibtisch zum Kühlschrank? Kein Problem. Check. Yo, komm mal wieder von deinem hohen Ross runter. Ich sitze doch gar nicht auf dem Pferd. Ja, das ist so eine Redewendung. Ich glaube nicht. Dann lass uns das mit einem Duell klären. Din, 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 din. Haha, hab ich doch gesagt. Und wusstest du, wenn die Neptias die Neptias sagt? 5, 6, 7, 8. Bin ich ein Witz für dich? Ich mache mir manchmal im Unterricht dumme Notizen von dummen Sachen. Zum Beispiel hatte ich ein Haar im Auge und das ist halt ein Chemiewitz wegen Wasserstoff. Im Unterricht sind die durchs Dach gekommen und ich habe mir gedacht, wenn die durchs Dach kommen, ist das schon ziemlich stabil so. Schau dich mal. Das hier sind übermenschliche Handlungen, weil das ist ein Mensch und das ist über den Menschen. Wir sollten ein Storyboard machen. Ich habe dann ein nice Dings gezeichnet und hat die gesagt, nee, schreiben. Und dann muss ich wieder durchstreichen. Hier habe ich einfach alle R's durch L ersetzt und bei Brüchen halt Brüche hingeschrieben. Das ist übrigens die richtige Lösung hier. Und das ist einfach kurz. Lass mal ein Like da bitte, danke. Jeder, der einen Kommentar lässt, kriegt einen Keks.